طلبنا ما له الصفر او بسهمه خطول المريم دوبل كولن ماسيتين عليم التدمريو تيولن يبركي Möge der Herr es geben, so wie Maria den guten Anteil genommen hat, dass wir auch unseren guten Anteil heute nehmen. Xuli herke bu almani bu bus bu türkeden leite no komar ikreito aluhul kulnoshoyo. Ich habe im Deutschen habe ich mir das aufgeschrieben, meint der Bruder. Der Ruf Gottes gilt jeden oder allen. Aloho kokore lebrithu kulat khulso. Gott ruft alle Menschen zur Errettung. وإن قد أشلي حد مرلي السفر على دلولي مي ودلونا مصليوني هن من فشا بدكوثي ألو قادر ديسا دوبالي روحيدي أما عد ما طعلو خبرو داله كالي ويني ليه فيدي مصليوني ويني ألو زيري لبروحيدي Wie ich eingangs erwähnt habe, weil die Jünger geblieben sind und den Ruf des Herrn gefolgt sind oder den Befehl und in Jerusalem geblieben sind, haben sie den Heiligen Geist empfangen. Wir wissen nicht, was passiert wäre, wären sie nicht dort geblieben und auf den Heiligen Geist gewartet hätten. Khodmali Athen Mefraxise Ushoho Datre, Tlotho Arbomenione Korina Mene, Mi Aedatlethu Shawo, Uhulkmo Aedatauha Korina. Aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 37, werden wir einige Verse vorlesen. Apostelgeschichte 2, wir lesen die Verse 37 bis 42. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach: Lasst euch retten von diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebeten. وعامو دالوهو هركي غلبي مني مهوذي ياتيوين نطريا الميدي اما لدعيوا منكتوي Wir sehen hier, dass das Volk Gottes gewartet hat auf irgendetwas, auf den Messias, aber sie wussten nicht, was geschehen würde. بصحو حانو مي عيدة تشعو وللت حكومر علي مي كل وعامو مي بينهوذي نطريوا ولايمين الدكثو وكوحوزينا وروحو قاديشوت آثي علي باترسكو قويمكو مجغل إملثود موريو Wir sehen hier die Eingangsverse, sehen wir, dass das Volk gewartet hat und zugehört hat und hat gewartet. Jetzt warten sie, dass Petrus redet. Jetzt kommen sie und stellen die Frage: Brüder, was sollen wir tun? Und da antwortet Petrus: Als allererstes benötigt ihr Buße tun. Damit eure Sünden vergeben werden. Und ihr müsst euch, oder ihr sollt euch taufen lassen. Und dann empfangt ihr die Verheißung des Heiligen Geistes. Und das ist der Ruf Gottes, dass der Mensch zurückkehrt, Buße tut und den Heiligen Geist empfangt. Und sich von seinen Sünden trennt oder von den Sünden ablässt und den Herrn folgt. Und dann sagt er hier: Diese Verheißung gilt euch, euren Kindern und alle, die nah und fern sind. Und jetzt sehen wir, hätten die Apostel diesen Ruf oder diesen Befehl nicht befolgt, wären diese Verheißungen uns nicht. Hätten wir sie diese Verheißung nicht empfangen. Auch die fern sind, ihnen gilt auch diese Verheißung, Vers 39. Und mit vielen anderen Worten ermahnte oder erweckte er sie. Und dann sagt er: reißt euch raus oder rettet euch von diesem verkehrten Geschlecht. Und die das Wort bereitwillig angenommen haben, waren ungefähr 3000, sie wurden errettet.
Was ganz wichtig ist, Vers 42, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Und im Gebet waren sie, sie haben das Gebet gefolgt. Und wenn der Mensch sich zum Herrn bekehrt hat, dann muss er die Gemeinschaft suchen, das Haus Gottes suchen und die Gemeinschaft und das Gebet im Gebet bleiben. Wie ich gesagt habe, der Ruf Gottes gilt allen Menschen. Jesaja 45, Vers 22. Jesaja 45, die Verse 22 und 23. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, all ihr Enden der Erde. Denn ich bin Gott und keiner sonst. Ich habe bei mir selbst geschworen. Aus meinem Mund ist Gerechtigkeit hervorgegangen. Ein Wort, das nicht zurückgenommen wird. Ja, mir sollen sich jedes Knie beugen und jede Zunge schwören. Er sagt hier, er redet zu der ganzen Welt, kommt alle zu mir und lasst euch erretten. Wer hört heute das Wort Gottes? Die Gemeinschaft im Hause Gottes mit Gott und mit den Geschwistern suchen. Gott redet zu den Menschen, die jetzt gerade hier sitzen. Ihr kennt die Passage aus der Offenbarung. Er redet zu allen Gemeinden und sagt, jeder, der ein Ohr hat, der höre. Und alle Menschen haben Ohren zum Hören. Gott hat, wie ich gesagt habe, das Volk dort mit dem Heiligen Geist gesegnet. Hätten sie nicht gehorcht, Gott könnte anders handeln, aber sie haben gehorcht und so ist das Wort Gottes, hat sich verbreitet. Die Botschaft und der Ruf Gottes gilt allen Menschen, aber wir lesen hier im Jesaja, es kommt der Tag, wo sich alle Menschen vor dem Herrn niederbeugen müssen. Philipperbrief lesen wir genauso, jedes Knie wird bezeugen vor Gott. Das wusste Paulus und deswegen hat er gesagt, jeder Mensch muss Rechenschaft ablegen. Und diese Botschaft, die allen Menschen gilt, jetzt gilt es, dass der Mensch gehorcht. Und wenn er dann nicht gehorcht, eines Tages muss er Rechenschaft ablegen. Jesaja 1, Vers 18 lesen wir. Jesaja 1, 18 und 19. Kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, so sollen sie weiß wie Wolle werden. Seid ihr willig und gehorsam, so sollt ihr das Gute des Landes essen. Wenn ihr euch aber weigert und widerspenstig seid, so sollt ihr vom Schwert gefressen werden. Ja, der Mund des Herrn hat es gesprochen. Hier fordert Gott aus seinem Munde heraus das Volk und sagt, kommt, lasst uns doch miteinander diskutieren oder streiten oder rechten. Gott liebt es, dass er die ganzen Menschen errettet, deswegen ruft er, kommt alle und lasst euch erretten. Wenn eure Sünden blutrot sind, so werden sie doch weiß werden. Ich werde sie weiß machen. Wir müssen zum Herrn gehen und an die Tür klopfen, damit er öffnet. Wie wir in Jesaja lesen, auch wenn wir sein Angesicht nicht suchen, eines Tages müssen wir Rechenschaft abgeben. Und wenn wir an die Tür klopfen, wie der Herr auch gesagt hat, Himmel und Erde werden vergehen und meine Worte werden bleiben und bestehen,
Er wird die Tür. Und hier gekommen, racht du hat zusammen eine du telgo hewre. Und hier sagt er, ich werde eure Sünden schnell wie weiß machen. Eider bo insan bihti thedet moye thukzel uhzur dalo. Wie kann der Mensch in Sünde sterben und vor dem Angesicht des Herrn bestehen? Allo luk ruh mihti thau. Gott liebt die Sünde nicht. Koruh uhato toyb ama ihti thul ruh amla. Er liebt den Sünder, der sich bekehrt und Buße tut, aber die Sünde. Korina bugliono ali ito komr med haram lik ubala. Wenn wir schauen in der Offenbarung, da sagt der Herr oder das Wort sagt, nichts Unreines wird dort hineingelangen. Hier auf Erden möchte der Herr den Menschen reinwaschen, damit er dann eines Tages sagen werden kann, komm und ererbe das Reich. Er sagt hier, oder er stellt die Frage, wenn ihr mir gehorchen wollt, dann werdet ihr die Früchte des Landes essen. Wenn der Mensch dem Herrn gehorcht, dann wird er schon die Früchte hier auf Erden essen. Wir waren gestern zu Besuch und haben eine schöne Gemeinschaft gehabt und da hat der Neffe gesagt, Onkel bete. Und da habe ich ihn angeboten, dass er betet. Und er hat gesagt, nein, der Mann Gottes soll beten. Und da, wo der Mensch Licht, Salz und Licht ist. Er stellt hier die Frage, wenn ihr gehorcht, werdet ihr die Früchte des Landes essen. Aber wenn ihr nicht wollt. Wir haben da gelesen, der Mensch, der diesen Ruf nicht folgt oder diese Einladung nicht folgt. Dann werdet ihr die Früchte eurer Hände essen und das Schwert wird euch aufhören. Wer hat denn diese Worte oder diese Aussprüche gesagt? Aus dem Munde des Herrn kamen diese Worte. Und das, was der Herr gesagt hat, das gilt. Da kam ein Mann und hat das zu dem hohen Priester Eli gesagt, das, was du tust und deine Handhabung mit deinen Kindern ist nicht Eli. Er hat ihn aufwecken wollen. Gott hatte den hohen Priester Eli verheißen, du wirst bis an Ewigkeit Kinder haben im Hause Gottes. Und als er aber Gott nicht gehorcht hat, die Worte des Propheten, all das, was vorhergesagt wurde, kam auf ihn und auf sein Haus. Elio und Bio ma hasle Ahab und umedet mulele athi kule bdukte. Der große Prophet Elia ging zu dem König Ahab und hat ihn gewarnt. Und all das, was er gewarnt hat, das kam dann auch. Am Anfang sehen wir, dass er sich erniedrigt hat. Aber zum Schluss seines Lebens sehen wir doch, dass er seine Frau mehr gehorcht hat und die Gebote Gottes gehorcht hat. Der Ruf galt ihm auch. Er könnte in dem, wo er sich bleiben, in diesem Zustand, wo er sich erniedrigt hat vor Gott, so bleiben, bis zum Schluss. Samuel, der Prophet, ging zu Saul und hat ihn warnen wollen. Du hast eine große Dummheit getan. Melko. Du bist der König. Umelko kam mit Israel dem Schichwa. Der erste König, der gesalbt wurde. Aber hat dem Wort Gottes kein Gehör geschenkt. Er hat bezeugt oder gesagt, all das, was Gott mir auferlegt hat, habe ich getan. Da antwortet der Prophet Samuel, was ist das für ein Geblöke von den Tieren, die ich gerade höre? Gott hat den König Nebukadnezar durch den Mund des Propheten Daniel aufwecken wollen. Da sagt der Prophet Daniel zu Nebukadnezar, brich ab mit deinen Sünden, vielleicht wird sich Gott über dich erbarmen. Er hat sich nicht warnen lassen. Wir sehen im Leben von Daniel, dass er drei Könige aufwecken sollte. Yusuf, Mahasle, Pharaon. Wir sehen, Josef hat den König oder den Pharao
wachgemacht, wachgerüttelt. Pharao und Mummele. Was hat Pharao gesagt? Mummele taumu Uleimanu tkutle ruhu daluhu manki tuhrenu khuthi. Und hat der Pharao bezeugt, welcher Gott und wer hat einen größeren Geist als wie dieser junge Mann, der den Geist der Götter hat? أحرني وعمو ضاله غير من أبو قنصر لو ما صدق على نقد محسي. Aber die Menschen um den Nebukadnezar herum haben nicht gehorcht, sind nicht wach geworden. هانو فرعون كيف بدمين على لتويل علاقة عمالوه. Wir können bezeugen oder sagen, Pharao hatte keine Gemeinschaft mit Gott. مخلص لي بواسطة ما طلع لشتغاليت يوسف أتمام مصر آتي غالة على بريتو شوعو إشني أم علو بيتو فرعون لاتي. Aber das Haus des Pharaos wurde errettet durch diese 7 Jahre Hungersnot hindurch, weil er dem Wort von Josef Gehör geschenkt hat. Er hat gehorcht, weil Josef gesagt hat, das und das wird kommen, und er hat gehorcht und hat geglaubt. Liebe Geschwister, das Wort Gottes gilt uns, damit wir wach werden. Nathan Mahasle David Bugaltot Simle. Das wird immer wieder erwähnt. Der Prophet Nathan kam zu David und hat ihn erweckt, auserweckt. Wie ich gesagt habe, zu allen Zeiten hatte Gott Diener gehabt, die sein Volk aufgeweckt haben. Das Wort Gottes wurde niedergeschrieben, damit wir aufgeweckt werden, damit wir uns bewahren vor den Sünden dieser Welt. Jesaja 55 zeigt, Vers 1 zeigt nochmal deutlich, wie wir, in welchem Zustand wir bleiben sollen oder müssen, damit wir nicht Hunger und Durst erleiden. Jesaja 55, die Verse 1 bis 3. Wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Angesicht oder sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er, verlassen von den Menschen. 55. Sorry, in 2 Kapitel vorgesprungen. Wohlan, ihr Dürstigen, alle kommt her zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euer Lohn, Arbeitslohn, für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen, und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir. Hört, so wird eure Seele leben. Denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren, die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Allahu kuruhum u'amud othid shuqal kibandmina dawshu halwu minit qodr uish ebe. Gott liebt es, wenn die Menschen zu ihm kommen und Milch und Honig von ihm kaufen, um dadurch zu leben. Amamali unsand oba zeo. Aber es gilt, dass der Mensch das will oder möchte. Wir haben in Jesaja gelesen, wenn ihr wollt, werdet ihr diese Früchte essen. Wie viel wollen wir das denn für uns als zum Anteil nehmen? Herr, sättige uns durch deinen Geist. Der Mensch kann durch den Heiligen Geist den Herrn bitten, damit er gesättigt wird. Und wir haben die Geist, die طلب كور على الفوثد تمشيح حد مسوع له مو روحانه ديده ما بركو ثاني ديده und der Mensch, der den Heiligen Geist noch nicht hat, kann den Herrn bitten, damit er den Heiligen Geist empfängt und auch diese Früchte isst. قرلن فطر سوشل حمله تيابو ولاجن احتو هذو مسامحي مهيمه مسامحي احتو هذو مهيمنو بيشوع مشيحو تيابو عماذو. Wir haben gelesen am Anfang, Petrus fordert das Volk auf, kommt, tut Buße, damit eure Sünden vergeben werden. Und hier sagt der Herr, kommt, die ihr kein Geld habt, kommt. Ich bin mir sicher, keiner von uns könnte das Himmelreich kaufen mit Geld. Also ich könnte es nicht. Aber die Hände des Herrn, die gesegneten Hände, sind offen und er ruft alle Menschen. Er sagt, komm. Er sagt, kauf Milch und Honig umsonst.
Kommt und trinkt von diesem lebendigen Wasser, welches wir auch gesungen haben im Lied. Ina kadumuredan shu amshihu yuhanan dashu komar tochu madkit yusah yutruth algabi. Wir lesen im Wort Gottes Johannes 7, da sagt der Herr, kommt alle zu mir, die ihr durstet. 37, 38 Vers. Kommt, wir haben in die Jesaja gelesen, wenn ihr wollt, kommt. Liebe Geschwister, der Heilige Geist tut uns auf verschiedene Art und Weise wecken und fordert uns auf, kommt zum Essen und zum Trinken. Umsonst, ich verlange nichts dafür, sagt er hier. Also im Türkischen sagt er, ich verlange auch nichts dafür. Also hier auf Erden gibt es nirgendwo, dass du etwas kaufst, ohne dass du dafür bezahlst. Geh mal zum Bräuningerland, kauf dir nimm dir einen Anzug für 400-500 Euro und zahl nicht dafür. Das funktioniert nicht. Aber nur bei unserem Herrn Jesus. Und unser Herr Jesus fordert uns auf, unser Herz ihm zu geben. Dass wir zum Herrn gehen und ihm sagen, Herr, wasche mich rein von dem Schmutz dieser Erde. Hört auf mich, sagt er. Liebe Geschwister, wie sehr müssen wir diesen Worten, die zum ewigen Leben führen, gehorsam machen. Wir geben unser Geld aus für viele Dinge und das beschwert uns und wir haben nichts davon. Überlegt der Mensch, der hier ohne Gott lebt, was er alles tut, wie viel Mühe und Arbeit er leistet und zum Schluss hat er doch nichts. Wenn ihr mir gehorcht, werdet ihr die Früchte des Landes essen. Und ihr werdet, er sagt hier, ihr werdet fett sein, also ihr werdet gefüllt sein mit Freude. Mein Fett sein ist nicht unbedingt ja. Moran ktuele bawadede umara udehen wamedonanik beiste lokoid chlute. Gab es auch der Auftrag vom Herrn, wenn die Menschen essen sollten, also beim Opfern, dass das Fett und so, dass es zur Seite gebracht wird. Ja, wir werden Kraft bekommen durch den Heiligen Geist, sagt er. Neigt euer Ohr zu mir, kommt und hört zu, sagt er hier. Korinther 2. Korinther 5, der Vers sagt er, ich bitte an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Gott möchte, dass wir in Frieden mit ihm leben, in friedlicher Gemeinschaft leben. Wenn wir eines Tages, einer nach dem anderen vor ihm erscheinen, dass er sagen kann, komm, du Gesegneter. Wir werden nichts verlieren. Bis in alle Ewigkeit werden wir dann bei unserem Gott sein. Und wenn wir dann dort sind bei dem Herrn, dann benötigen wir weder die Sonne noch den Mond. Er wird uns erleuchten. Er wird seine Gemeinde erleuchten. Und die Türen oder die Tore seines Himmels werden geöffnet. Und wir werden bis in alle Ewigkeit bei dem Herrn sein, in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Aber wir müssen diesen Ruf folgen. Wir müssen sagen, Amen, Herr, ich gehöre dir, komm in mein Leben, ich gehöre dir. Und dann sagt er hier, dann wird eure Seele leben. Wir sehen an vielen, vielen Stellen, ich habe das so durchgelesen, einige Stellen, wenn das Volk den Ruf Gottes nicht gefolgt ist und die Propheten das gesagt hatten, dann waren die Propheten immer wieder betrübt. Matthäus
Matthäus 7, Vers 7, lesen wir, sagt er, suchet mich, so werdet ihr mich finden. Oder wir werden ein paar Verse lesen. Matthäus 7, die Verse 7 bis 14. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist unter euch ein Mensch, der seinen Sohn, wenn er ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt? Und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Geht durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Morani shu'um shi'hu hishkitu aliyar u hishlusluwa imil thathe didid mitschgilwa lu'amu u marwa tlabug mithahwalku. Unser Herr Jesus hier noch auf Erden leben, bevor er gekreuzigt wurde, bevor er in den Himmel gegangen ist, bittet oder sagt zum Volk, bittet, so wird euch gegeben. Kai umore dan u da'wa u insand lotol bilkshokal. Woher wusste denn der Herr, oder warum wusste der Herr, dass wenn der Mensch nicht bittet, das auch nicht empfängt? Bis zum heutigen Tag gibt es Menschen, die von ihm nichts erbeten haben und auch nichts empfangen haben. Aber unser Herr ist reich an Gaben, er ist sehr großzügig und alle, die ihn bitten, werden empfangen. Ich habe heute Morgen gelesen, er hat den Menschen nach seinem Ebenbild erschaffen. Er liebt den Menschen. An dem Tag, wo er sich entschlossen hat, die Menschheit auszulöschen, hat er doch Errettung geschaffen durch die eine Familie. Wenn er nicht gnädig wäre, hätte er auch diese Familie vertilgt. Aber weil er gnädig war und ist, hat er zu diesem zu Noah gesagt, baue dir eine Arche. Und so sehen wir, dass unser Herr sehr gnädig ist und sehr barmherzig ist und so möchte er seine Gemeinde bewahren. Bittet, so werdet ihr empfangen oder wird euch gegeben. Dass du sagst, Herr, dieser Ruf gilt auch mir. Ich möchte, dass du auch in mein Herz einkommst. Dass ich das, was du mir gegeben hast, dass ich das bewahre. Dass es nicht von mir genommen werden kann. Zu der Gemeinde von Sardes sagt er, es gibt einige unter euch, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Warum sagt er hier nicht zu der ganzen Gemeinde? Das zeigt, dass es doch Menschen gab, die ihre Kleider beschmutzt haben, aber es gab auch welche, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Christus möchte, dass seine Gemeinde, seine Braut, mit sauberen, feinen Kleidern bekleidet. Er möchte uns oder er wird uns dahin bringen zu dieser himmlischen Stätte, da wo keine Sünde hineinkommt. Er sagt, ihr sucht, so werdet ihr finden. Klopft an den Tür oder an der Tür. Das Wort Gottes, das Wort unseres Herrn ist ja und nein. Ganz einfach, wenn wir tun, werden wir empfangen, wenn wir nicht tun, bleiben wir leer. Jesaja 50, Vers 56 sagt der Herr, dass die Hände des Herrn sind den ganzen Tag offen für dieses Volk. Warum sind die Hände des Herrn offen, damit das Volk zurückkehrt und Leben bekommt? Ein ganz deutliches Wort hier sagt der Herr oder fordert der Herr, komm zurück. Er stellt hier die Frage und beantwortet aber auch gleich die Frage.
Demjenigen, also demjenigen, der fragt, der empfängt auch. Kommt ja kanu hat kitlan herket kitlan haib im shiuch und slablanu hu lelan. Ich bin mir sicher, all die, die wir das ewige Leben schon haben, wir haben erbeten und der Herr hat gegeben. Beri me shabtu shami'ina haktu el ahzo lotlub ledu beletrei. Wir haben letzte Woche gehört, da hat einer etwas erbeten oder eine Frau erbeten, er hat eins bekommen, nicht zwei. Ama uha minen kitle tlable maluhu aluhu lele bi'atiru thedei. Und all die, die dann erbeten haben, sie haben auch empfangen, weil der Herr reich ist. Man tolub kshokul man kurkhuzei. Wer bittet, wird empfangen und wer sucht, wird auch finden. Und muhibu tarag miftah leo. Und auch der, der an die Tür klopft, dem wird aufgetan. Atsavrukot olamnu memoran kulan kurkhina alfuthi udiqinu tarayzei. Das ist meine Bitte an dem heutigen Tag, dass wir alle an die Tür des Herrn klopfen, damit er auftut. Umhaimnu tolub ishautu futhede memorio. Der Gläubige klopft und erbittet Gemeinschaft mit dem Herrn. Und der Gläubige der den Heiligen Geist noch nicht hat, der noch nicht bekehrt ist, dass er klopft und an dem zum Herrn geht und sagt, Herr, komm, sei in Gemeinschaft mit mir, komm und ich will auch das Segen, den Segen empfangen. Kohosina kommer, achna alt kina insanat mu afro una imedan tol mede mine kobinale. Der Herr gibt hier auch ein Beispiel, wir, die wir aus Erde sind, wenn unsere Kinder was erbeten, geben wir. Kommer halt hat und ktatu hech pis. Und er sagte, ihr seid böse. Una imedan tol mede minan ligbinale mede toi zarar ele. Unser Kind, das von uns erbetet, dem geben wir nichts, was ihm schadet. Kobina le medet kit yo taw. Wir geben etwas Gutes. Korahmina und Naimedan kibina toe mede ele li sahede. Wir lieben unser Kind und wir möchten ihm das Beste geben, das, was ihm dient, Gute, zum Guten dient. Und da sagt ihr, euer himmlischer Vater, wie viel mehr wird er euch denen geben, die ihr betet? Scholonet kozubti le beduinsan. Dinge, die den Menschen erfüllen. Hat koso ape. Dinge, wo der Mensch satt wird. Nicht wie wir in Jesaja gelesen haben, dass wir vielleicht Geld geben müssen, damit wir satt werden. Wir sind dankbar, wir leben in Europa, wir sind satt, aber in der damaligen Zeit waren die Menschen satt. Wir haben über Josef die Geschichte von Josef gehört, wenn Josef den Pharao nicht wachgerüttelt hätte, das ganze Volk wäre verhungert gewesen. Gott könnte retten, aber auch seine Familie wäre verloren gegangen. Das ganze Volk oder die ganzen Völker um Ägypten herum. Aber er hat den Pharao erweckt, aufgeweckt, wachgerüttelt und so konnte dann auch der Pharao sagen, dieser junge Mann, der ist. Und auch wir, wenn wir die Worte des Herrn gehorsam leisten, dann werden wir satt werden von den Segen. All das, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, sagt der Herr hier, das sollt ihr ihnen. Das ist das Gesetz und die Propheten. Und dann fordert er auf und sagt, geht durch die enge Pforte. Wie viele Verse haben wir jetzt, sind wir jetzt durchgegangen, wo der Herr uns auffordert, dem Wort Gottes Gehör zu schenken und Gehorsam zu leisten? Und wenn wir jetzt das Ganze zusammenfassen, können wir sagen, der Herr ruft den Menschen, dass der Mensch zu ihm hingeht. Die Pforte, die zur Verdammnis führt, ist sehr weit offen. Wie kann denn der Mensch hören, wenn er dem Wort nicht gehorsam hat? Wenn er keine Gemeinschaft hat mit dem Herrn, wie kann er denn das Wort hören? Der Römer 8 lesen wir sehr deutlich, wie sollen sie denn hören, wenn es keine Verkündiger gibt? Und wie sollen sie denn glauben, wenn sie nicht hören? Und der Weg, der zur Verdammnis führt, sagt der Herr hier, ist sehr weit, sehr breit. Und die auf diesen Weg laufen, sind sehr viele. Und
Wir sind wie ein Tropfen hier auf Erden, im Meer, so wenige sind wir. Der Herr redet über diese kleine Herde. Wenn wir schauen, Bietigheim Bissingen, ungefähr 45.000 Menschen. Aber wie viele versammeln sich? Wie viele hören heute Morgen das Wort Gottes? وإنسان إن قد لويم الشمع وخبر ضاله ودماسد ودم حاضر روحي وروحه قد شوق مش غيلي. Deswegen, liebe Geschwister, wenn der Mensch sich vorbereitet und das Wort Gottes gehört, dem Wort Gottes Gehör schenkt, der Herr kommt und geht. ودربتكمو باللحي يا دنا ربحس كومر ودربتكمو باللحي ودربانو عيقو. Der Weg, der zum Leben führt, sagt der Herr, ist sehr schmal. ودربو يعني حبوك تكيب عبالي. Man geht so mit Gewalt rein. نقام شايل ميمي ميمينا تدربوناني كبات زخمو عشبو دربو ريحو باسي مويو. Einmal wurde meine Mutter damals gefragt, welchen von diesen zwei Wegen willst du denn gehen? Ja, ich will natürlich den breiten Weg gehen, der ist sehr einfach. هي اللوم بلا بير ودربو ريحو تكزيلي جيهانو ومو خاوص ميشيكي حناك عما ودربو عيقو حقوط عجوليذي وهديذي وكسيبي بوشكلانو. Sie hat es am Anfang nicht verstanden gehabt. Sie sagte, der breite Weg ist schön, da, und der enge Weg, da werde ich Mühe haben und meine Klamotten vielleicht zerreißen, aber später hat sie es verstanden. Und es sind wenige, die auf diesem Weg zu finden sind. Wenn wir jetzt vielleicht so summa summarum schauen in Bietigheim, vielleicht sind es tausend, die sich versammeln. Aber ich hasra da lohu kubak. Aber der Wunsch des Herrn ist, dass der ganze Ort hier errettet wird. Unser Herr möchte, dass wir alle da, wo wir uns befinden, Salz und Licht sind um die Menschen um uns herum. Wir lesen zwei, drei Verse aus Römer 5. Vers 1. Römer 5, die Verse 1 und 2. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Liebe Geschwister, wir müssen Hoffnung haben auf die Worte, die wir gelesen haben. Jedes Knie wird sich beugen müssen und Rechenschaft abgeben müssen. Aber wenn wir diesem Ruf folgen, wenn wir glauben, wie geschrieben steht, und durch diesen Glauben haben wir Zugang zum ewigen Leben. Wir haben geglaubt, dass unser Herr Jesus Christus für uns gestorben ist und auferstanden ist für uns. Deswegen haben wir eben oder werden wir ewiges Leben bekommen. Wenn wir unser Leben ihm übergeben, dann gehören wir auch ihm. Dann werden wir, wie er sagt, Frieden empfangen. Wo werden wir diesen Frieden haben? Vor Gott. Wir werden Freude haben, wir werden Friede haben, wir werden nicht abwarten können, vor ihm zu erscheinen. Und durch den Glauben haben wir, werden wir Gemeinschaft haben mit ihm. Und mit dieser Hoffnung haben wir Freude. Und wir werden uns freuen, wenn wir das bezeugen können, dass wir diesen Entschluss gefasst haben, mit ihm zu gehen. Wir werden Frieden haben mit Gott. Wir werden Gemeinschaft mit ihm haben. Wir rufen ihn. Wie der Psalmist sagt, der Herr ist mein Hirte und mir wird nichts mangeln. Ich bin mir sicher, jeder Gläubige kennt diesen Psalmen.
Amakito ai mine komichrolo lahaidi galabe komusahna eba. Ein Vers von ihm, von diesem Psalmen, redet besonders zu mir. Iai danishto. Vers 6. Rai danishto ayo. Psalm 23, Vers 6. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Liebe Geschwister, das ist unser Ruf oder unsere Berufung. Dass ich mein Leben lang im Hause des Herrn bleibe. Wie viel Gemeinschaft hast du denn mit der Freude in der Gemeinschaft? Ist die Freude in der Gemeinschaft im Hause Gottes in dir drin? Der Herr wird dich segnen. Der Herr wird mit dir sein. Der Herr wird dir seinen Frieden geben. Und wir werden vor seinem Angesicht und in diesem Frieden bleiben. Und Güte und Gnade wird mit dir sein. Bis wann? Bis zu den letzten Tagen. Also bis zum Schluss. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da, bis zum Schluss. Damals, das Haus des Herrn war ein Zelt. Und wo ist das Haus des Herrn jetzt? Der Herr hat verheißen, da wo zwei oder drei mit sich in meinem Namen versammeln. Wenn wir zum Tempel gegangen wären, müssten wir Opfer mitnehmen. Jeder gemäß seiner Art von Sünde, die er begangen hat, das musste er dann mitnehmen als Opfer. Wir danken unserem Herrn Jesus Christus, er hat all unseren Sünden ans Kreuz gebracht. Er hat den Weg geebnet und geöffnet zum Himmel, damit wir Frieden bekommen. Die Gemeinde Gottes sind die Brüder und Schwestern. Nicht nur wir hier. Natürlich wir auch. Auch unser Leben gehört. Wir sind in der Gemeinschaft zusammen. Und unsere Geschwister weltweit. Da, wo sich zwei oder drei in seinem Namen versammeln. Gott hat unseren Leib zum Tempel des Heiligen Geistes gemacht. Wenn wir dem Herrn nicht gehören, hat auch keine Gemeinschaft mit uns. Euer Leib ist der Tempel oder der Tempel des Heiligen Geistes. Wenn wir zusammen sind, singen wir Lieder, loben den Herrn und haben Gemeinschaft mit ihm. Die Kinder des Herrn. Die Kinder Gottes. Und die Herde des Herrn soll in Gesundheit bleiben, gesund heil bleiben. Dass wir unsere Hoffnung auf ihn setzen, damit er sagen kann, das sind meine Kinder. Zwei Verse noch von Psalm 84 und dann beenden wir auch. Corina Bikamito Yai Dahamsho U Yai Dahdahsar. Psalm 84, Vers 5 und 11. Wohl denen, die in deinem Haus wohnen, sie preisen dich alle Zeit. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle im Haus meines Gottes stehen, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Die in deinem Hause sitzen, sagen die. Die in der Gemeinde sitzen. Liebe Geschwister, wenn wir nicht wach sind, sind vielleicht unsere Gedanken wo ganz anders. Sie geben dir alle Zeit Lob. Ihre Gedanken, ihre Gesinnung ist auf dich gerichtet. Ihre Gedanken sind zu dir, auf dich gerichtet. Wenn du gestorben bist, dann denke oder sei gesinnt, wie Christus gesinnt ist. Sind wir mit Christus gestorben, soll unsere Gesinnung, unsere Gedanken oben sein. Und die in deinem Hause sitzen, die loben, preisen dich.
Wohl denen, wohl dem Menschen, der seine Kraft von dir schöpft. Die Wege zu uns sind in seinem Herzen. Liebe Geschwister, wie schön ist das Leben, wenn unsere Gesinnung so ist. Der Herr ist Licht, der Herr ist eine Burg, sagt er hier. Er ist Schutz, sagt er hier auch. Der Herr wird dir Gnade geben, sagt er. Er wird dir diese Kleider der Gerechtigkeit. Du wirst, der Herr wird dich dahin bringen, dass du diese Segnungen empfängst. Die, die in der Vollkommenheit wandeln, denen wird es an nichts mangeln, sagt er. Möge der Herr dieses Kleid der Gerechtigkeit uns allen anziehen. Dass wir im Frieden vor seinem Angesicht treten können. Dass unser Leben, unsere Gedanken und unsere Gesinnung zu seinem Lob dient. Und da sagt er dann ganz zum Schluss: Du Gott, der Herrscharen, die alle, die ihr Vertrauen auf dich gesetzt haben, selig sind wir, wenn wir diese Fußstapfen des Herrn nachfolgen. Wir sehen, dass Gott zu allen Zeiten sein Volk auferweckt hat, auferwecken wollte durch verschiedene Menschen. Und auch jetzt noch durch seinen Heiligen Geist möchte er seine Gemeinde aufwecken. Wir suchen ihn, wir sollen ihn suchen, damit wir diese Segnungen empfangen. Alle die bitten, werden empfangen. Alle die, die suchen, werden finden. Und all die, die klopfen an die Tür, denen wird aufgetan. Und dann sagt er ganz zum Schluss, alle die, die meine Worte hören und tun, den Vergleich mit einem Menschen, der sein Haus auf Fundament gebaut hat. كلن شمعينا إيمل تدموري ومعمرينا حيدا على شنو على مورنا شو عمشيحو وأهوى دير عاثد لو قدرين بطليلا Alle wir, die wir jetzt das Wort Gottes gehört haben, lasst uns auf dieses Fundament auf Christus bauen, damit diese Winde und Stürme dieser Welt uns nichts antun können. Möge der Herr all diese Segnungen uns geben. Und auch die, die mit dabei sind, live streamen, auch diesen Anteil bekommen. Der Herr segne uns alle und danke für euer Gehör. Amen. Amen.